So. Ich glaube, jetzt brauche ich gleich wieder die hier. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Please call me Ramu and allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. But it won't be. With a girl as the very source, your United States, and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will. Master, Nemo's home, Lord Sadler. So then, you will comply, yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has chosen death. Juhu. Leon? Just stay close. Give me a warning next time? Gibt's nicht. Of us? Are you okay? Yeah. Come on. Schon mal da hochgehen. Hang on. Be careful. Ah, jetzt brauchen wir wieder kleine Schlüssel. Und das hier. Und hier gibt es noch einen Schatz. Kann ich die auch kaputt machen? Ja. Apropos noch ein Schatz, hier ist auch noch einer, das höre ich jetzt schon. Hört mal. Caretaker's note. I was awoken in the middle of the night once again. It's those awful noises coming from the basement, the sounds of nails clawing at the stone walls, and the writhing moan of curses. That man harbors enough hate to ruin this world. He once served the lord of the castle as the torturer.
like his father and grandfather before him. It's one of the more unsightly legacies left by the Salazar family. Even among his family, he was special. He enjoyed his work wholeheartedly and had a talent for it. He was gifted at tormenting others. His ability soon attracted the master's interest, and when he took him to the dungeon... No, I can't write anymore. I won't. I don't want to recall what happened down there. My mind can't take it. It will break me. I was ordered to attend to him, to feed him, dispose of the filth, all while listening to that wretched voice every night. I can't take it anymore. I've had enough. I will not tolerate and one more night in this castle. I shall leave tomorrow, go far away, where that voice cannot reach my ears. None shall escape. Oh, wie schön. Poor bastard. That's no way to go. What was that? Did they keep animals down here or something? So ähnlich. Or something. Oh, was sagt unser Messer? Oh. Moment. Gut, dass ich geguckt habe. Nach Möglichkeit würde ich es gerne mit dem Messer machen. Wobei, das war ganz schön schwer. Aber zumindest ein paar Attacken würde ich gerne mit dem Messer reinkriegen. Außerdem brauchen wir das ja auch danach noch. Ja, ich bin doch hierhin. Hi. Welcome. What can I interest you in? Good luck. Don't get yourself killed. Mach ich dann noch kurz eine Klopause und dann geht's gleich weiter. So. Gut, mal gucken. Huch. Bam! Gut, hier kann man den Händler ja gar nicht mehr abschießen. Kann ich sie immer noch da hochschicken? Nein. Wäre natürlich auch unsinnig, aber... witzig gewesen, wenn das noch geht. So, mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert. Dungeon Key. The light is lost. Ja, durchaus. Okay, das wusste ich natürlich. Hear you. Mal gucken, ob wir gleich den Kopf verlieren. Lass mal schnell weg hier. Und hier an die Seite stellen. Ich glaube, das klappt da eigentlich immer. Um direkt ein bisschen drauf zu ballern. Eigentlich will ich ja erstmal das Messer benutzen. Zumindest ein bisschen. So gar nicht so leicht. Ich glaube, der hat irgendwann eine zweite Phase, wo das mit dem Messer voll schwer war. Aber wenn ich das versucht habe, hat er sich plötzlich umgedreht. Boah. Wer hat das jetzt gewusst? Oh nein, ich hab Krach gemacht.
nicht so gut. Jetzt nochmal. Ja. Messer ist kaputt. Ah, das sollst du ausrüsten. Die anderen machen auch gar keinen Schaden. Ich glaube, jetzt fängt er damit an, dass er sich auch so plötzlich umdreht. Aber das mit dem Anschleichen gar nicht mehr so leicht. Genau, das meine ich. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich einfach nochmal draufballern, wenn ich die Chance habe. Haben wir schon ganz gut Schaden gemacht mit dem Messer. Jetzt muss ich natürlich mal eine kleine Szene zeigen, die optional ist, die ich aber ganz cool fand. Aber erstmal. Boo! Oh, it's you. What happened down there? Nothing. You were right about the animals, though. Ich habe nämlich irgendwann erfahren, dass man mit Ashley nochmal hier runtergehen kann und dann kann man ihr den Typen zeigen. Und dann gibt's eine extra Line. Einen kleinen Dialog, der nur dafür gemacht wurde. Für den Fall, dass man mit ihr hier nochmal runtergeht. Da. Was ist das? Animal? No, you can't keep him. Yeah, that's too bad. Haben wir den Schlüssel? Wir können hier weiter. Klick. You okay? I'm fine. Well, for now. Ich glaube, hier lag jetzt gleich irgendwo so ein. Velvet-Ding rum. Nee, Spinell. Oh, aber dann können wir jetzt die Schatzkarte holen. Da fehlte mir nämlich nur noch einer. Mach das. Da. Doch nicht da. Oh, Schlange. Schlange war das. Ich glaube, den da brauche ich gleich in der Halle. So, jetzt aber tada. Tada. Bloody sword. What's that used for? Well, it's just a replica. Only a couple of uses for it. Golden Sword. War mein Rusted Sword. Und ein Iron Sword. Hier ist ein Grabstein. Da kommt das. Können Sie mal der Reihenfolge nachmachen. Hier kriegt er, glaube ich, sein Iron Sword.
Hier kriegt er dann wahrscheinlich das Golden Sword. Hier wird es blutig. Und hier ist es verrostet. Ja, ich hab doch gerade... Was musst du mir das denn... Ja, okay. Das habe ich aber, glaube ich, noch nie gehört. Hat sie das jemals gesagt? So, hier ist eine Schlange drin. Bisschen Overkill, aber... Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das bisher noch nie hatten. All den tausend Mal. Ich brauche noch mehr. Wie viel Gunpowder? Oh, mir fehlt nur noch eins. So, jetzt sind wir hier. Ah ja, hier brauchte ich das. Hey, this is the same room as before, isn't it? Ja. Jetzt sind wir hier oben. Da unten sind wir vorhin gewesen. Da drüben ist auch wieder der Händler. Also. Ah ja, das darf Ashley gleich machen. Ah, ja, ich vergesse jedes Mal, welchen ich benutzen muss, also benutze ich einfach beide. Don't even think about trying this yourself. Schlange ist da. Die Tür auf. Nochmal zurück. Mann. Und dann hier. Weil. Hier kann ich runter. Und noch einen Schatz holen. Danke sehr. Kann ich hier aufmachen. Und jetzt kann sie nämlich die Leiter runterkloppen. Thanks. Oh, mein Fuß. Welcome. What can I interest you in? Thank you. Not bad. Oh, dann haben wir sogar schon genug für den Raketenwerfer, oder? Ne, 160.000 kostet er. Why not try your hand at a new gun? Ja, ein bisschen Schaden da drauf, bitte. Ach komm, mach einfach gleich alles. Dazzled, are you? Or any pleasant travels. Come on. Okay. Jetzt muss ich mich aber auch wieder ein bisschen zurückhalten mit dem Ausgeben. Where are you, my mother? Moment, fast vergessen. Schatzkarte. Gunrot, welcome. What can I interest you in? Könnte natürlich auch meinen, dass ich das inzwischen auswendig weiß, wo alle Schätze sind, aber irgendeinen würde ich bestimmt doch verpassen. Also, haben wir schon irgendeinen verpasst? Nee, haben wir nicht. Hier ist noch einer, da brauchen wir erst einen bestimmten Schlüssel für. Hier brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Da war nix. Und da kommt eh erstmal der Raum des Spaßes. Nervtöte. Und Leon mit seiner tollen Line, not this guy again. Salutations, Mr. Kennedy. Are you ready to hand over the girl? Not this guy again. I'm taking delivery of preparing. Er sagt es so schön genervt. Können die auch schon mal aufmachen. Ja, Zeit für den Partyraum. Ich meine, wir wissen, wo man recht schnell langlaufen kann. Das könnte ich natürlich einfach wieder machen.
wobei alle abknallen auch nicht schlecht ist. Vielleicht laufe ich tatsächlich erstmal da lang, wo es ganz schnell lang geht. Gucke, wie das so läuft. Und kümmere mich dann danach um alle oben. So, schnell runter. Die da oben kümmern wir uns dann hinterher. Jetzt haben wir nämlich auch direkt einen Quicksave bekommen. Autosave, meine Fresse. Flash Grenade wäre hier ganz gut. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Boah, wer bist denn du? Ach, die kommen da jetzt alle runter. Gut, das haben wir natürlich sonst nie mitbekommen, weil wir einfach weitergelaufen sind. Aua. Los, kill mich. Hast du einen coolen Move? Ja gut, den Kopf kriegt keiner mehr dran. Okay, dann gehen wir vielleicht auch lieber weiter und machen das so. Hi. 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 Aus dem Weg. So. Uah. Ach, jetzt habe ich vergessen, das Ding zu machen. War jetzt nämlich mal langsam kein schlechter Zeitpunkt dafür. Ashley. Ah, ich habe noch was anderes vergessen. Das Ding hat ja eine bestimmte Reichweite. Das heißt, die müssen auch alle da sein. Na gut. Das habe ich, glaube ich, total oft schon vergessen. Oh oh, da ist einer hinter mir. Habe ich noch eine normale Granate? Die wäre jetzt auch nicht schlecht. Au. Hm. Ja gut, das sollte wenigstens zwei. Oh nein. No food for you. Ashley, ich sehe nichts. Okay. Oh, wer schießt denn da? Schießt er mit einer Armbrust? Von wo?
war denn das? Ich stand irgendwo hier. Da ist jedenfalls... Ah! Ah, da. Und der wahrscheinlich da drüben auch. Alright. Ein Pfeil und den Typen getroffen. So macht das ein echter Leon. Ja, schon voll geladen. So, dann geht's jetzt nach oben. Wo ich fast alle am Leben gelassen habe. War ja, glaube ich, vorhin schon eine Menge da drüben runtergesprungen sind. Scheiße. Ich sehe dich. So, wenn er da runterkommt. Was? Ja. Ach scheiße, da muss ich ja dahinter gehen. Es gibt doch wieder den Suplex-Move. Oh nein. Komm, wir gehen noch mal runter. Ja, aber stell dich nicht wieder so hinter mich, dass ich nicht sehe. Lass mal aus dem Weg gehen. Ich muss den hinter dir erschießen. Aus dem Weg. Ich wollte nur den Suplex-Move machen. Das wollte ich wohl sein lassen. Oh, das ist ja wieder so einer. Wow, kommst denn du her? Kommt da noch irgendjemand von da? Bin jetzt doch voll erschrocken hier. Ja, aber
das erste schon mal überlebt. Halt. Nichts gedroppt. Oh, zwei Granaten. Sehr schön. Jetzt kommt gleich der andere Spaß hier. Drei Granaten. Wird ja mal besser. Sagt sie und schreit nur wenige Sekunden später. I'll cover you. Don't stop. Nur aufpassen, weil bei mir gleich auch Typen kommen. Okay, ich glaube noch nicht. Jetzt aber. Be careful. Direkt mal daneben. All right. Watch du mal lieber out. One down. Oh, leer. Oh nein, jetzt habe ich Ashley getroffen. Sie steht von selber wieder auf. Ich wollte sagen, kann man hier gar nicht weitermachen. Jetzt mal. Ah, ich glaube, sie hat's. Na, komm runter. Ein paar Sachen einsammeln. Oh, der kommt auch. Ja, was steht hier, Alter, rum? Gut. Partyraum überstanden. Come on. Ich kann immer noch nichts rausmachen. Schon noch ein bisschen.
glaube, dann haben wir auch gleich einen guten Punkt zum Aufhören für heute. Das sieht ja wieder cool aus. Dann müssen wir diesmal gar nicht lange warten, weil es direkt morgen schon weitergeht. Das ist cool. Ah, die brauche ich, glaube ich, auch gleich wieder. Also, das heißt gleich morgen. Gut, da geht es nicht auf, aber dann sieht man das hier. Hey. Okay. Schöne Wand. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Foolish little lamb. Ow. Gut. Save your progress. Yes. Dann sehen wir uns morgen. Machen genau da weiter.